brauchen wir jetzt, Alter? Wir brauchen den Motor ein. Diesen hier? Diesen hier, ja. Was ist das für ein Motor? Ein VR6 Motor. Ach. Wie du siehst, mit Turbo. Was für ein Turbo? GTX 30 Garrett Lader. GT30. GT30, ich stell. Ja. So, und den bauen wir hier ein. Genau. Und was machen wir noch? Warum? Da steht ja noch ein V6. Warum steht da noch ein V6? Wo? Hier steht noch ein V6. Das ist der mit dem grünen Cockpit hier. Hier, sofort auffällig. Also ich glaube, ja, da war zu viel Promille im Spiel, glaube ich. So. Ja, warum steht der hier? Ich glaube, da kommt der neue Hübsche da rein, da hinten. Nein. Nicht? Fahrwerk. Ach, dem sein Fahrwerk hier bauen wir hier ein. Ja. Ja, Mann. Okay. Okay. Bevor wir mit dem Video beginnen, kurz zur eigenen Sache. 66% der Zuschauer haben mich nicht abonniert. Also, es ist dieses rote Kästchen, wo steht abonnieren, einmal drauf drücken, dann wird's grau und dann könnt ihr nochmal die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst. Wäre doch mal cool, ne? Ist alles kostenlos, keine Angst, keine versteckten Kosten, gar nichts. Dankeschön. Jetzt weiter zum Video. Ja, und dann? Reinschieben und dann die Motorhalterung erstmal befestigen. Stimmt, ja, die zwei Schrauben da unten. Ja. Also den bauen wir ab und dann den Motor rein. Ja, alles fang klar. An. Okay. Fang an. Ja, du machst das. Ich brauche erstmal ein Werkzeug. Genau. Hier ist noch einer. Oder haben wir nur einen gemacht? Nee, ich glaube nicht. Nee, da ist noch einer, aber der, ja? Ist, der ist schon locker. Mach die andere Seite. So. Die 16er zur Seite. Kannst du einmal gucken. Ja. Den machen wir zur Seite. Okay. Was ist das? Okay, das reicht schon. Vorsicht. So. Anders. Würde ich auch sagen. Der Turbo müsste ja hinten sein, oder? Sonst fährt man rückwärts. Ja, hier. Ja, dann schieb mal bitte. Ich schiebe mal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schiebe. Schiebe. Okay, warte. Bisschen hoch wieder. Okay, schieben. Bisschen nur. Bisschen. Okay, das reicht. Hast du viel? Nee, nee, das reicht. Jetzt machst du vorne den Träger jetzt einmal dran, bitte. Den da, ne? Hä? Den Träger. Träger vorne dran. Und dann ist der schon drin. Nee, du musst ein bisschen. Genau, keine Angst. Hier ein bisschen, oder? Ja, du musst einmal das Loch sehen. Warte. Warte, du siehst das Loch hier nicht. Ja, das ist hier. Nein, nein, nein. So. So, jetzt ist es gerade auf jeden Fall. Mhm. Das macht das nochmal. Ja. Okay. Das müsste ja nicht groß sein. Oh oh. Alles gut. Ist nicht schlimm. Ich komme aber dran. Ich hab's. Das passt nur auf deine Haare auf, ne? Ja, ja. Hier ist es umgekippt. Nein, alles dran stecken machen wir nicht. Guck mal, wie viel Platz man hat. Bei dem musst du einen Kabelbaum nochmal machen. Bei dem machen wir ja den Kabelbaum komplett neu. Okay. Ne? Aber. Was machen wir jetzt noch? Die Antriebswellen? Die Antriebswellen machen wir drauf. Die hätten wir natürlich Feuer drauf machen können. Aber
Aber wir wollten es auch ein bisschen schwer haben. Also es ist schwieriger jetzt, oder? Jetzt ist das ein bisschen schwieriger, Alter. Okay. Aber alles gut, kriegen wir hin. Oh, der Motor sieht schon geil aus hier drauf. Und es ist so heiß, ey, ich schwitze. Hier drin ist echt warm. Ja, ne? Ach, schon geil. Unglaublich, wie viel Platz man hier noch hat. Unglaublich. Ne? Guckt euch das mal an. Turbo verschwindet komplett. Man sieht gar nichts. Hat man noch jede Menge Platz. Geil. So. Nein, nein, den brauchst du nicht. Wir machen jetzt hinten auf. Hier. Antriebswelle erstmal drauf, in Ruhe. Und dann die andere Antriebswelle. Okay. Und so weiter. Super. Oh. Jetzt die Antriebswelle drehen. Bisschen. Oh, jetzt kommt alles einzeln raus hier. Ja, ist ja nicht schlimm. Kriege ich die überhaupt noch raus hier? Natürlich kriegst du die raus, warum sollst du die nicht rauskriegen? Alles, was reingeht, kommt auch raus. So. Drüben Antriebswelle hast du schon ab. Alter. Hm? Motor hast du dran, Antriebswelle hast du ab. Ja. Aber das hier ist echt ein dreckiger Job. Ach Quatsch. Warum? Warum soll es denn dreckig sein? Gar nicht hier. So sauber. So gehen wir meistens. Okay. Was ist noch drauf? Doch, eigentlich schon. Ja, aber was habe ich dir denn gerade erzählt? Drehen, ne? Habe ich doch schon, das ist der nächste. Aber ich klopfe trotzdem mal. Und. Du hast das Gefühl nicht dafür. Du musst, guck mal, hier drauf. Aber ne? Du hältst das hier fest. Ich halte das ja nicht fest. Ja, ich halte ja dagegen. Wahrscheinlich gibt das doch mal Stabilität, ja. Nee, du bist einfach so, du machst das einfach. Nein, tue ich ja, nicht. Ja, dann musst du Gefühle haben, Janne. So, ich halte das auch fest. Ja, geht doch. Zu. Ja, so. Oh, der ist ja schon ab. Der ist ab, ja. Ne. Doch. Guck mal, der ist jetzt schon. Ja, jetzt. Ja. Ja. Boah, stopp. Alles im Auge. Ja, auch ab. Ja. So. Zack, ab. Doch, schwer. Ja, hey, lass das. Was ist mit dem anderen Teil? Ich sehe schon, ne? Ich könnte mal auch schön Allrad machen, ne? Was machen? Schön Allrad. So, die sind drauf. Hm. Okay. Das war's hier. Und jetzt? Jetzt sind wir bei drüben. Jetzt die Reifen hinten ab. Okay. Hier einsprühen. Aber die haben wir schon abgemacht, alles gut. Jetzt machen wir einmal die Stoßdämpfer ab. Okay. Vorne fangen wir an. Was ist denn der Stoßdämpfer? Hier. Das ist der Stoßdämpfer, ja, wie da. Ja. Siehst du doch. Ja, hier mit den 17, 18er, was sind das für? Ja, 18er. 18er, hier, bitteschön. Knarre, oder? Auch wieder? Ja, mit Knarre. Was ist denn noch locker? Das sagst du immer. Ach. Echt? Warte mal, ja. Wenn der nach links dreht, dann wird er. Egal. Ja, ist ja gut. Okay, der ist doch ab, alles gut. Den anderen auch noch. Reicht schon? Ja, drüben das gleiche Spiel. Ich mach das hier schon mal ab. Drüben das gleiche Spiel. Ja.
Das kannst du rausschrauben. Mhm. Okay. Was da zum ersten Mal? Ja, mach. Du lässt das da nicht abmachen. Alles gut, das kannst du so lassen. Okay, andere Seite wäre eigentlich besser gewesen. Oh, jetzt stört das hier. Alles gut. Das war's, so. Ne? Hammer, das geht ja doch leicht. Genauso. Andere Seite genauso. Hier kann ich dir die Schraube geben, dass die wieder da drauf liegen? Oder natürlich. So? Du legst sie drauf, warte. Du musst ja wieder festhalten. Ich halte da fest. Mach. So. So, das war's, Aldosch hier. Jetzt da drüben genauso. Drüben? Du meinst hinten? Nein, wir machen jetzt hier vorne. Ach, die schon mal. Genau. Ja. Wir bauen vorne ganz schnell rein. Guck mal, löst die oben schon mal. Ja. Löst die direkt. Was sind das denn auch 18er? Ja. Sehe ich doch schon. Sind die auch einfach so fest, oder? Ja, ja. Die setzen sich irgendwo richtig fest. Gewindefahrwerk. Das sind die von KW, die du gesagt hattest, ne? Ja. Darum nehmen wir die auch. Ja, ja. Ich schwör's dir. Okay, super. Soll ich die andere Seite auch, oder? Du gehst zur anderen Seite, ich mach das hier schnell. Warte. Ich baue schon die neuen Schienen hier. Okay. Okay, andere Seite sofort. Hier sieht man sofort den Unterschied. Guckt euch mal den Abstand an. Vorne. Und guckt euch mal hinten an. Guckt euch mal hinten an. Ja, da wird schon einiges tiefer, obwohl der ja auch schon Tieferlegungsfedern hat. Ja, hier sind die H und R schon drin. Eine hat die schon alle eingebaut. So, jetzt bauen wir nur noch hinten ein. Und dann hier Auspuffanlage ab und das war's schon. Eidosch. Super. Den anderen auch noch. Ich sehe nichts. Danke. Boah, gib mir Geld da. Aufpassen, aufpassen. Ich habe alles im Auge. Miskier ist nicht, Dings hier. Ich habe alles hier. Im Auge jetzt. So, und jetzt? Hier die beiden Schrauben. Pass auf, Stoßdämpfer. Ach, Stoßdämpfer. Könnte runterkommen. Der könnte auf jeden Fall runterkommen. Ich habe die erstmal dahin gestellt. Ja. Was kann runterkommen? Der? Der könnte rüberkommen, ja. Kannst du mal auch halten? Dann? Ich halte schon, mach mal. So, andere Seite auch noch. Und einmal. Da, daneben, daneben. Hier. Ach so, da, ne? Super! Eidon, halten, 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 halten. Komm raus. Zur Seite. Ja. Ist mein guter Eisenmann. Ich hab alles wirklich so überzogen. Stoßhelfer holen wir auch raus. Rost, Eidosch. Ich bin verrostet jetzt hier. Auch wieder diese Schrauben. 17er wieder. 17er. Zack, 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 zack. Ab. Und dann hier haben wir ein Problem. Okay, das können wir aber später machen. Der ist ab hier. Jetzt erstmal hier Stoßdämpfer. Wir machen die Stoßdämpfer. Halt fest. Das ist nett. Ach, hier ist ja noch drauf. Ja. So wie es sein muss. So, Jungs, sorry. Wir haben, also Akku ist leer gegangen. So, vorne, so sieht das aus. Hinten sieht das so jetzt aus. Krass. So, hinten haben wir die Stoßdämpfer dran gemacht. Soll ich mal? Eidosch. Schön gegenüber. Sehr schön. Da haben wir ja die Stoßdämpfer von den Vollkabel drin, H&R-Federn. Mal schauen,
Und die Felgen sind natürlich auch von den Golf Cabrio. Boah, ja, sieht da mal nicht schlecht aus. Auch voll tief, ne? So, der ist ja fertig, ne? Da haben wir ja Auspuffanlagen und so ab, den können wir ja eigentlich. So, was ist denn erstmal? Guck mal gleich den Soundcheck. Ganz runter, ganz runter. Mehr geht nicht. Ich muss echt sagen, die Felgen sehen echt mal richtig sexy aus hier. Und Turbo. Ach, ich suche mein Handy. Mein Handy ist ja hier. Mein Licht auch. Mein Licht auch. Doch, das sieht schon mal geil aus. Werkzeug. Ne? Ja. Ja. Könnt ihr aber schön berühren. Ne? Aber wir haben ja auch den Sturz nicht eingestellt. Den können wir noch. Au. Oh, der ist noch voll auf dem Dings drauf. Ach, schön. Alter, der geht noch viel tiefer, ne? Weil das Problem ist, der ist komplett auf dem Ding drauf. Das ist doch mal ein schöner Cut, ne? Haben wir wieder Einzellentechnologie. Ne? Einzellentechnologie in einem VH6. Hm. Das ist doch schon mal geil. Hier haben wir einen VH6. Originalzustand schon fast. Schöne, süße 15 Zoll. Oh, ohne. Ordentlich. Und hier haben wir einen schönen Cabrio VH6 Turbo. Elektrik rein. Und dann? Elektrik rein, Auspuffanlage rein. Das war's. Ja. VH6 genießen. Yay. Ne, das dann war's. Gibt's die Fahrt. Und hier gibt's auch noch ein Special. Aber das sage ich noch nicht. Da werden wir was ganz, ganz Verrücktes machen hier. Ist aber im Auto. Mhm. Also ich bin noch konkreter. Im Armaturenbrett werden wir noch was Krasses machen. Mit Jelle. Schöne Grüße an Jelle. Am Armaturenbrett irgendwas, okay? Ja, Armaturenbrett kommt was im Armaturenbrett. So. Ey, Alter, das sieht richtig geil aus. Das sieht mal richtig geil aus. Ein VH6 Turbo Cabrio haben wir. Und ganz ehrlich, ich finde das viel, viel hübscher. Richtig hübsch finde ich das. Guck mal, hier haben wir auch viel Platz. Ja, natürlich, ey. Da. Und das hier finde ich auch noch nicht schlecht, ne? Am Anfang habe ich das jetzt nicht gebockt. Aber jetzt so mittlerweile mag ich das doch. So, man sagt ja, das Ding wird ja ein bisschen zu klein sein. Aber ganz ehrlich, Jungs, ich sehe da keinen Unterschied. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Originale passt hier richtig rein. Ist das nicht die Drosselklappe? Ja, den musst du nur drehen. Aber der passt. Das ist die Drosselklappe. Mhm. Na? Wegen dem Weg, der zu weit wäre, oder? Ja. Okay. Ja, der passt locker. Der passt. Wenn man das alles dann nochmal schön, so einen Weg dafür macht. Das mache ich schon. Denke ich auch. Ah, da wird ja noch einiges noch gemacht. Da ist ja nicht so hier. Nein, ist jetzt nicht fertig so. Elektrik, ne? Werde ich schön gemacht. Schön verbauen. Genau. Kupplungsseil, Nehmerzylinder. Ach, da kommen ja noch andere PO-Lager und so rein. Uns war nur wichtig, der Motor stört uns nicht mehr. Ist nicht mehr im Weg. Haben wir hier drinnen. Wir haben drin? Einen Motorhalterung weniger. Der belegt ist. Der belegt ist. Also, der nicht mehr belegt ist. Nicht mehr belegt ist, richtig. So. Und ja. Und ich finde das geil. Jetzt haben wir uns was zu essen verdient, oder? Jetzt haben wir uns echt was zu essen verdient. Du auf jeden Fall. Yeah. Weil ich habe ja mehr gewartet und zugeschaut. Ja, aber du hast trotzdem habe ich geschwitzt. Deswegen hat es ja auch lange gedauert wahrscheinlich. Ja. So, Respekt. Aber ich habe viel dazugelernt heute, ja. Muss ich sagen. So. Auf jeden Fall ein Like. Hat Aidan mehr und. Also Aidan hat es auf jeden Fall verdient hier. Auf jeden Fall, was sagt ihr dazu, dass sich eine Frau so schmutzig macht und einen VH6 Turbo einbaut? Ich find's Hammer. Hat was. Ja? So, auf jeden Fall, Like nicht vergessen, Jungs. Abo nicht vergessen. 75. Wie viel war das nochmal? 65%. 65%. Abonnieren. Abonnieren. Kostet nichts. Ne? So, bleibt gesund. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann duschen. Tschüss. So, bis dann. Haut rein. Und danke nochmal, Aidan. Gerne. Dankeschön.
Bis dann.